uns allen sitzt ja noch der Schreck in den Knochen aufgrund dieser grauenhaften, abscheulichen Migranten-Hetzjagd in Chemnitz am Sonntag. Volle Dröhnung, Nazi-Programm, also der richtige Trigger für die Nie-Wieder-Fraktion. Und ihr müsst es ja wissen, es muss ja stimmen, weil alle Zeitungen haben drüber geschrieben, sogar ausländische Zeitungen. Fernsehsender haben berichtet, sogar die Bundesregierung hat es erwähnt, also muss es ja stimmen, oder? Ich habe ein bisschen recherchiert und nachgeschaut, die Quellen durchsucht. Was ich herausgefunden habe, es gab keine Hetzjagd. Diese angebliche Hetzjagd, die jetzt unglaublich viele Reaktionen getriggert hat, im Kampf gegen rechts, die ganzen ewigen, zu spät gekommenen Widerstandskämpfer wachgerüttelt hat, gab es nicht. Sie ist die Fake News Story des Jahres 2018. Auch der Chefredakteur der Sächsischen Zeitung Freie Presse, Thorsten Keditsch, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, bestätigt, dass es keine Hetzjagd auf Migranten gab. Er sagt, am Anfang wurden sehr viele Erzählungen weitergeschrieben, das heißt, auch in einer übertriebenen Art und Weise. Er hatte mehrere Journalisten vor Ort am Boden und die konnten auch bestätigen, es gab feindselige Auseinandersetzungen bei dieser spontanen Kundgebung zwischen Teilnehmern, Polizei, aber auch Migranten am Rand, aber das waren, ich zitiere, sehr vereinzelte Fälle aus dieser Demonstration heraus und das hatte mit einer Hetzjagd im wörtlichen Sinne nichts zu tun. Weiter sagt Thorsten Keditsch, wenn Medien Begriffe wie Hetzjagd übernehmen, die etwa einen Block in die Welt setzen und sie immer weiter drücken und schließlich auch von der Bundesregierung verwendet werden, ich füge hinzu, auch von der Auslandspresse, die wieder entsetzt ist über Deutschland, dann trägt das nicht dazu bei, die Lage zu deeskalieren, sondern trägt weiter dazu bei, dass das Vertrauen in die etablierten Medien eher nicht gestärkt wird. Und wir zu Recht sagen, Lügenpresse. Und am schlimmsten sind die Journalisten, die jetzt sagen, das Ansehen Deutschlands wurde geschädigt. Ihr habt es geschädigt mit dieser Fake News Story über eine angebliche Hetzjagd, die es niemals gab. Auch die Polizei in Sachsen schreibt in einer Aussendung explizit nichts von einer Hetzjagd gegen Migranten. Und eine Reporterin des Regionalsenders MDR berichtet am Sonntag lediglich von Rangeleien. Das klingt doch alles etwas anders als das Bild, das die deutsche Presse hysterisch ins Ausland strahlte, von den gröhlenden, enthemmten Horden, die Ausländer jagen, nur weil sie dunkle Haut haben. Und mit dieser Story, mit dieser Vogelscheuche des bösen, ewigen Nazi haben sie es geschafft, die ganze konservative Mitte, beispielgebend dafür Kurz mit seinem Tweet, ins linke Lager zu jagen und zu einer reflexartigen Distanzierung zu treiben, ganz einfach, weil bereits die Hinterfragung von dieser Nazi-Schauergeschichte wie eine Relativierung von echter Gewalt, echten Pogromen und echten NS-Extremismus wirken könnte. Das ist garantiert nicht. Ich distanziere mich ganz klar auch von den Einzelfällen, die bei dieser Demo vorgekommen sind, aber der Kollateralschaden, dass man alle Demo-Teilnehmer kollektiv als Nazis pauschalisiert, dass man alle in Angst und Schrecken versetzt, dass man den Ruf der Stadt Chemnitz ruiniert und sie zu einem Hassobjekt macht, den ganzen Osten zum Hassobjekt macht, dass man die Antifa in die Stadt lockt, die dann tatsächlich Jagd veranstaltet auf Patrioten und vermeintliche Patrioten. Dieser Kollateralschaden war der Presse völlig egal. Doch ihre Lügengeschichte von der Hetzjagd gegen Migranten, die bricht jetzt in sich zusammen. Denn erstens, das Opfer war selber ein Deutschkubaner. Also vom Außen her eigentlich genau das Zielobjekt jener, die angeblich nach seinem Tod Jagd auf Migranten gemacht hätten. Zweitens, es gibt keinen einzigen Beweis für eine sogenannte Hetzjagd, das altbekannte mittlerweile Hase, du bleibst hier Video. Hase, du bleibst hier. Und es zeigt eine Auseinandersetzung zwischen ein paar Männern und einem Migranten aus dem Kontext gerissen. Keiner weiß, was vorher passiert ist, keiner weiß, was nachher passiert ist, aber es zeigt nicht einen enthemmten Mob von 800 Leuten, die eine Hetzjagd veranstalten. Und drittens vor allem, die Intention der spontanen Kundgebung am Sonntag war Ausdruck von Wut und Trauer, ein Ausdruck von Protest. Die Intention eines Pogroms oder einer Hetzjagd ist, Leute niederzuschlagen, Sachen anzuzünden. Dann wären diese Leute zum Asylheim gezogen, hätten einen Kebabstand verwüstet, wie zum Beispiel eine echte Pogromstimmung, Türken bei einer Demo in Wien ein kurdisches Lokal verwüstet haben. So wurde etwa ein Gastgarten der kurdischen Restaurantkette Türkis von den Demonstranten demoliert. Oder sie hätten wie die Antifa, die tatsächlich bei ihren G20-Gipfeln, bei ihren Belagerungen von AfD-Parteitagen eine Pogrom- und Jagdstimmung entfesselt, gezielt nach Leuten gesucht, sie gezielt niedergeschlagen. Dafür gibt es keine Beweise, es ist eine Ente, es ist ein Fake News der Medien, einfach nur um ihren Nazi-Fetisch. Sie sind so geil auf diese ewigen Nazis, wieder einmal
abzureagieren, wieder aufzustacheln und sich in ihre Hass- und Hetzstimmung gegen Ostdeutschland, gegen Patrioten und insbesondere gegen Einwanderungskritiker hineinzusteigern. Der vorher erwähnte und zitierte Thorsten Kletitsch sagt dazu: Wir hatten ja auch keine Zustände wie in Hamburg G20. Im Moment, wenn man jetzt durch die Stadt geht, werden sie nichts spüren. Ja, G20, da war mal was. Das war eine echte Hetzjagd auf Polizei und Patrioten. Aber da war die Presse eher auf der Suche nach angeblicher Polizeigewalt und in Solidarität mit ihren geistigen Kindern und Brandstiftern von der Antifa. Und Klonowski, der großartigste Aphoristiker der heutigen Zeit, schreibt: Vergleicht man das mediale Begleitgeschwafel zu den Gewaltexzessen beim Hamburger G20-Treffen, 476 verletzte Polizisten, 186 Festnahmen, 12 Millionen Euro Schaden mit der Berichterstattung über die Demonstration in Chemnitz, 0 verletzte Personen, 0 Festnahmen, bislang kein bekannter Schaden, angeblich 10 Hitlergrüße, Klammer auf, wenn es nicht der Gruß der Hamas gewesen ist, Klammer zu, dazu mehrere Leichtverletzte bei Auseinandersetzung mit sogenannten Gegendemonstranten. Wir haben Personen beobachtet im Bereich des Stadthallenparks Steine aufnehmen. Dann erscheint einem der Terminus linksversifft als Attribut für die deutsche Gesinnungspresse doch womöglich etwas verniedlichend. Und was ich nicht verniedlichen will und klar zugeben möchte: Ja, es gab konkret wirklich Einzelfälle. Es gab Leute, die sich hineingemischt haben in die Menge, dazu später mehr, um andere anzugreifen, um Hitlergrüße zu zeigen, irgendwelche NS-Banner zu zeigen. Diese Leute schaden dem guten Anliegen der Protestierenden, aber es sind Einzelfälle und auf gar keinen Fall war die Intention dieser Leute, Migranten zu jagen oder das Dritte Reich erneut aufzurufen. Nein, die Intention war eine spontane, authentische Trauerkundgebung der Chemnitzer über das, was auch in diesem Video in den Hintergrund rückt, nämlich die Ermordung eines Menschen durch Migranten. Es ist kein Mensch gestorben, will linke Twitterer verkünden. Nein, er wurde von Migranten ermordet, nach allen Informationen, die wir jetzt haben. Und die Chemnitzer sind wütend darüber. Wütend und traurig. Und ihre Wut und die Trauer, die erreicht einen Höhepunkt jetzt nach diesem Vorfall. Aber sie richtet sich auch auf den Verlust ihrer ganzen Stadt, ihres ganzen Lebensraums. Und das spiegelt sich ausgerechnet im Interview mit der Chefin der jüdischen Gemeinde, Frau Röcher, wieder, die von dem Reporter verzweifelt versucht wird, zu einem Statement zu bringen, in dem sie auch sagt: Ja, ich fühle mich wie 33, die Horden marschieren wieder, wir müssen jetzt alles niederschlagen. Nein. Wie antwortet Frau Röcher? Beeindruckend. Frau Röcher, wie haben Sie die vergangenen Tage mit den gewalttätigen Demonstrationen in Chemnitz erlebt? Ich habe gar nichts davon mitbekommen. Ich war mit Freunden unterwegs, mein Sohn hat mich am Sonntagabend von Berlin aus angerufen und gefragt, was ist denn in Chemnitz los? Und dann haben wir zum ersten Mal Radio gehört, die Synagoge und das Gemeindehaus sind nahe im Zentrum, aber nicht direkt im Zentrum, und die Synagoge war in keiner Art und Weise betroffen. Was sieht man auf den Videos? Fragt der Reporter. Auf den Videos sieht man Menschen, die von anderen Menschen verfolgt werden. Man sieht auch hier vom Hörensagen. Es gibt ein Video. Und das ist immer auch keine Verfolgung, sondern Auseinandersetzung. Ich kann nicht sagen, dass es nicht stimmt, aber es gibt auch falsche Videos. Ich höre auch von vielen Kindern, dass sie unzufrieden sind mit dem veränderten Stadtbild von Chemnitz. Was meinen Sie damit? Fragt der Journalist und beginnt schon zum Zittern. Ich höre das immer wieder auch von Erwachsenen, auch von unseren Leuten, also von Juden. Chemnitz war eine sehr ruhige Stadt und eine Stadt, in der man gut leben konnte. Eine Stadt mit viel Kultur. Wir als jüdische Gemeinde sind in Chemnitz sehr willkommen. Aber das veränderte Stadtbild, seit die Flüchtlinge da sind, gefällt etlichen Menschen nicht. Und auch unsere Leute haben seit 2015 ganz einfach Angst. Denn die wissen, aus welchen Ländern viele Flüchtlinge stammen und welche Informationen man ihnen in ihrer Heimat über Israel und das Judentum vermittelt hat. Auch das ändert sich in Chemnitz. Und liebe Lügenpresse, liebe aufmarschierenden linken Punks und Revolutionäre, die Wut und die Trauer der Chemnitzer Demonstranten ist berechtigt. Und aus diesem Grund werden auch Britin und ich am kommenden Samstag zum Schweigemarsch von AfD und Pegida veranstaltet kommen und dort schweigend unsere Trauer und unseren Zorn öffentlich auf die Straße tragen. Inzwischen wünsche ich jenen, die heute dem Aufruf eines Bürgerbündnisses folgen und auf die Straße gehen, viel Erfolg bei einer hoffentlich friedlichen Kundgebung. Und ich appelliere an euch: Schließt die Provokateure und die Idioten aus euren Reihen aus. Ihr habt die Feinde von außen, die Gegner, die Antifa. Aber genauso schlimm, wenn nicht schlimmer, sind die Feinde von innen. Das sind die Leute, die versuchen, in solche Kundgebungen einzusickern, weil sie ihnen eine Gelegenheit sehen, um ihren Krawall- und Nazi-Fetisch auszuleben. Diese Leute vermummen sich zum Teil auch und machen mit beim G20-Gipfel.
gab es Berichte, nur weil sie so sehr den Krawall lieben. Diese Leute sind nicht interessiert an Veränderung. Politik sind egal, ihre Heimat sind auch egal, sie haben nur ihren eigenen Fetisch. Für sie ist der Widerstand ein Spiel und ein Spaß. Aber es ist kein Spiel und kein Spaß, es geht um etwas. Es geht jetzt darum, in dieser Möglichkeit eine Plattform zu schaffen, wo möglichst viele Deutsche ihre berechtigte Sorge ausdrücken können über das, was in dem Land passiert. Und diese Provokateure kollaborieren, bewusst oder unbewusst, mit der Antifa und mit der Mainstream-Presse, indem sie genau die Bilder liefern, die sie brauchen, um Tausende zu diffamieren. Daher schaut euch um, ihr seid mitverantwortlich für das Gesamtbild. Seid wachsam und wenn ihr diese Leute seht, meldet sie den Ordnern, schließt sie sichtbar aus und sagt ihnen, verschwindet, ihr habt ihr nichts verloren. Ich sage ihnen klar, bleibt zu Hause oder geht irgendwo in Wald- und Wiesengegenden, macht euch mit der Antifa private Treffpunkte aus, mir völlig egal, aber haltet euch fern von Menschen, die wirklich Politik machen wollen, die wirklich echten Protest zeigen wollen. Das sind zu 50% eingeschleuste Agenten, zu 50% eingefleischte Idioten und wir brauchen sie auf unseren Kundgebungen auf gar keinen Fall. Was wir brauchen, das bist du, wir brauchen dich, wir brauchen die Masse der unzufriedenen Deutschen, die jetzt an diesem Wochenende ein beeindruckendes, schweigendes Signal sendet. Denn es ist jetzt Sense. Es reicht jetzt. Bis Chemnitz und nicht weiter. Wir sagen, schiebt sie ab. Messermörder sind nicht integrierbar. Messermorde müssen aufhören. Der Bevölkerungsaustausch, die mutwillige Zerstörung unserer friedlichen Gemeinschaft, unserer Lebensgrundlage, der Zukunft unserer Kinder muss endlich aufhören. Denn bevor das nicht aufhört, das verspreche ich und das versprechen zigtausende mittlerweile in Deutschland, hört unser Protest auch nicht auf. Zeig dein Versprechen des Widerstands am kommenden Samstag bei der Trauer- und Protestkundgebung gegen diese Zustände in Chemnitz.